Hallo liebe Zuschauer, hier im zweiten Zusatzvideo zu meinem Buch Okkultsymbolik und Machtpolitik neben dem Trailer möchte ich auf eines der strittigsten Themen eingehen, den Begriff des Antisemitismus im Sinne einer Feindschaft gegen das Judentum. Ich fasse hier einmal ein paar Gedanken zusammen, weil es in Diskussionen über Verschwörungstheorien auch oft um den Antisemitismus geht und die Protokolle der Weisen von Zion sind ein Text, der dann schnell erwähnt wird. Wenn man sich also ernsthaft über die neuere Geschichte äußern will, muss man dazu Stellung nehmen, weil die Begriffe Juden oder Jüdisch immer wieder fallen und weil es unhistorisch wäre, nicht darüber zu reden, dass durch Religionen oder auch ihre Ablehnung die Bildung von verschiedenen Gruppen und Ideologien vor sich ging. Die wichtigste Feststellung ist, dass man hier nie unzulässig verallgemeinern sollte. Es gibt jüdische Eliten, an erster Stelle die Rothschild-Familie, die historisch bekanntermaßen an Kriegsfinanzierung und Industrie beteiligt ist und das internationale Finanzgeschäft geprägt hat. Es gibt demgegenüber eher wirtschaftlich arme jüdische Personen, die etwa im frühen 20. Jahrhundert unter erbärmlichen Verhältnissen lebten. Es gibt Juden außerhalb der Finanzwirtschaft, die Enormes in Wissenschaft, Kultur und Geschäftsleben geleistet haben. Sie waren immer wieder auch Opfer von Gewalttaten und Verfolgung. Es gibt heute jüdische Autoren, die sich äußerst kritisch über Juden und Zionismus äußern, sei es im Mainstream Norman Finkelstein oder in der Verschwörungstheorie Henry Makoff. Eine pauschale Entlastung von allen Vorwürfen kann man nicht akzeptieren, auch wenn die heute sehr starke Erinnerungskultur um den Holocaust fast ausschließlich über jüdische Opfer berichtet. Ein wichtiges Thema in Okkultsymbolik und Machtpolitik ist die ursprünglich jüdische Kabbala. Das ist eine Mystik- und Zeichenlehre mit ganz unterschiedlichen Themen und Symbolen. Sie ist eine Nebenlinie der jüdischen Ideengeschichte. Vielleicht ist sie aber die wirksamste Okkultur, die vom Judentum ausging und nicht zuletzt für die internationale Machtpolitik und ihre Öffentlichkeit prägend wurde. Für die Kabbala zeige ich an Beispielen, in welcher Weise sie gerade als Erklärung für konspirative Praktiken und Doppelbödigkeiten taugt, denen wir in Öffentlichkeit und Massenmedien täglich begegnen. Zum Zweiten möchte ich dann noch die Protokolle der Weisen von Zion ansprechen. Sie wurden 1903 erstmals auf Russisch veröffentlicht. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, der in Deutschland von der Naziführung für echt befunden wurde. Er ist heute als volksverhetzende Schrift verboten. Ein Autor hat später mal vorgeschlagen, darin das Wort Juden durch Illuminaten zu ersetzen. Dann wäre hier schon mal nicht die verhetzende Ansprache gegenüber einer bestimmten Religion gegeben. Man muss diesen Text jedoch in der konspiratologischen Debatte unbedingt behandeln. Er ist nämlich aus allerlei anderen Texten zusammengesetzt, in denen es um verschwörerisches Denken geht. Das ist das Interessante und Relevante an diesem Text. Man kann sehen, wie Verschwörungen funktionieren, welcher Mittel und Logiken sie sich bedienen. Für echte Geschichtswissenschaft und Aufklärung ist es fatal, dass bei vielen Argumenten auch ohne ein Zitat aus diesem umstrittenen Text dann argumentiert werden kann. Das klingt aber nach den Protokollen der Weisen von Zion. Ich spreche deshalb von einer Immunisierung gegen Kritik. Man hat etwas mit einem Makel, einem Verbot, einem Tabu versehen. Die bisherige Literatur hat sich oft darum gestritten, wer diesen Text in Umlauf gebracht hat. Das ist aber nun möglicherweise nie mehr zu beweisen. Es geht vielmehr darum, dass nicht jede Beschreibung konspirativer Taktik nur Lüge und Propaganda ist, weil sie in einem dubiosen Quellentext vorkommt. Mit einer solchen Informationspolitik haben wir es wohl immer häufiger zu tun. Es werden bewusst Wahrheiten mit Unwahrheiten vermischt. Es wird das Richtige in ungenügender Form dargeboten. Das hat bisher dazu geführt, dass nach 1945 die Lehrpläne für Geschichtsstudenten und die Mainstream-Presse fast gänzlich von echter Kritik an Eliten und Geheimbünden bereinigt wurden. Das nützt aber nur denjenigen, die sehr unmittelbar von den Praktiken dieser Eliten profitieren. Ich bin eigentlich kein Mensch fürs Hetzen und Polemisieren, aber es gibt sehr ernste Anzeichen, dass die Frage nach der Selbstverantwortung des Menschen und seiner Gemeinschaften heute ganz neu gestellt wird. Es gibt in den Eliten nicht nur Böswillige und Mörder. Und die Welt ist kein Paradies, frei von Mängeln, Zwängen und Gewalt.
Aber neben der Wohltätigkeit und Führungsverantwortung spielen Eliten ganz offensichtlich mit Zerstörung und Tod, vom Einzelfall bis zum Völkermord. In manchen Bedrohungslagen der Gegenwart ist es einer der letzten Momente, in denen diese Wahrheiten noch ausgesprochen werden können. Vielleicht gehen wir in den totalen Überwachungsstaat. Es ist wichtig, dass dieses Anliegen zu allen freien und denkenden Menschen weitergetragen wird. In der Presse der großen Medienhäuser und in der Wissenschaft ist dies aller Voraussicht nach nicht zu erwarten. Sie als Zuschauer und Leser müssen entscheiden, ob Sie sich weiter tausendfach belügen lassen wollen oder nicht. Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de.